Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, hallo. Es ist ganz komisch für mich. Es ist jetzt ein bisschen später und ich vlogge das Ganze so ein bisschen, was ich hier mache, bei Instagram. Aber ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich habe mir was ausgedacht. Wir hatten in den letzten Wochen, in den letzten Tagen einiges an Full Face Only Using. Es wird Zeit, dass wir auch mal wieder was anderes machen. Ich habe das Gefühl, dass es langsam erstmal reicht. Es kommen aber definitiv noch weitere Marken. Fenty, Riva Loves Me, Maybelline, L'Oreal. Mal schauen, was noch. Heute möchte ich aber mit euch ein Video machen, wo es um Produkte geht, die ich euch, glaube ich, noch nie gezeigt habe in einem Video. Falls es der Fall sein sollte, kann mich nicht dran erinnern, aber es könnte eine spannende Sache sein, weil so sehen wir wieder, wie manche Produkte zusammen funktionieren, wie manche Produkte, ja, wie sie überhaupt sind und ihr lernt einfach nochmal neue Produkte kennen. Wenn ich so ein Favoritenvideo mache, dann kennt ihr die Produkte am meisten schon, aber ihr wollt immer neue Produkte haben. Ein, zwei Produkte, glaube ich, habe ich euch schon mal gezeigt. Es ist aber so schwierig, weil ich habe, glaube ich, mittlerweile fast 400 Videos gemacht. Und in 400 Videos, da zeigt man ja auch mal ein paar Produkte. Also ziemlich viele. Und deswegen habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. Aber ich glaube, das sind Produkte, die ich euch noch nicht wirklich gezeigt habe oder nicht wirklich intensiv gezeigt habe. Und damit möchte ich auch gleich anfangen, Freunde. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und falls ihr hier neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. 100.000 bis zum Ende des Jahres wären der Hammer. Ich sage es immer wieder, das ist für euch wahrscheinlich mittlerweile schon fast nervig. Für mich ist es aber wirklich ein ganz, ganz großer Traum. Und ihr könnt mich dabei unterstützen, indem ihr einfach meinen Kanal abonniert. Freunde, es geht los. Ich habe hier wieder meine kleine Zauberkiste. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Ich möchte als erstes so ein bisschen primen und da habe ich von Too Faced den Hangover Good in Bad Hydrating Serum. Das ist eigentlich eher so eine Pflege. Ich habe den oft benutzt, ich habe ihn aber damals gar nicht gezeigt, weil, also als ich den bekommen hatte, da hatte ich noch gar nichts mit High-End zu tun oder habe mich auch nicht getraut, das zu zeigen. Mittlerweile denke ich mir, okay, die Community ist größer geworden und die Community verändert sich ja auch mit mir so ein bisschen und wächst mit mir ein bisschen. Und ihr habt ja dafür Verständnis, dass ich auch ab und zu mein etwas teureres Produkt zeige. Also ich würde sagen, 80% hier sind Drogerie drin. Das ist schon ganz krass, weil es zieht sofort in die Haut ein und polstert das Gesicht auf. That's what I like. Aufgepolsterte Gesichter, aber nicht aufgedunsen. Und ich gehe gleich nochmal so ein bisschen rüber mit einem weiteren Produkt. Ich meine, das habe ich euch nur bei Instagram gezeigt. Das ist von How Cosmetics. Das sieht einmal so aus. Das ist das Pearl Shine Setting Skin Perfector Indigo Child Setting Spray. Da sind ganz feine Schimmerpartikel mit drin. Es riecht grandios. Es macht so ein wunderschönes Hautbild, Freunde. Genauso wie die Primer, die kennt ihr aber mittlerweile schon. Ich arbeite auch viel mit How Cosmetics zusammen. Ich habe sogar einen Code mit How Cosmetics. Aber ich liebe dieses Spray, weil es gibt euch so einen dewy Finish. Ich mag es sehr, sehr gerne unter Make-up, weil es die Haut einfach super mit Feuchtigkeit versorgt. Und kleine Side-Notiz, es wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich eine kleine Überraschung mit mir und Talk Cosmetics für euch geben. Folgt mir unbedingt auf Instagram, damit ihr das nicht verpasst, denn das gab es, glaube ich, so in Beauty Deutschland noch nicht. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Okay, Freunde, Foundation. Ich muss mir jetzt erstmal so ein bisschen Platz machen. Ich bin ganz verwirrt. Das ist die Hello Happy Flawless Brightening Foundation in der Mini-Größe. Ich stehe nicht so auf Mini-Größen, aber die ist super zum Testen. Ich liebe es, wenn Marken Produkte in einer kleinen Größe rausbringen. Man kann es dann einfach ein bisschen besser testen. Und ich finde, dass vor allem bei Foundations, ich verstehe nicht, warum das nicht alle Marken so machen. Erstmal ist es zum Reisen perfekt, weil ich muss nicht meine 500 Gramm schwere Foundation mitnehmen, wo das Glas ja natürlich auch noch wiegt. Und ich habe nur 21 Kilo, Freunde. Ich habe nur 21 Kilo in meinem Gepäck. Und es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Weswegen ich gerne kleine Größen habe bei Foundations. Und ja, super Foundation. Ich liebe die. Ich habe damals die andere, die Hello Happy Foundation, gezeigt. Jetzt gibt es aber diese Brightening Foundation. Die soll einen Lichtschutzfaktor von 15 drin haben. Wir wissen, wie wir zu Lichtschutzfaktor in Foundation stehen. Aber ist eine schöne Foundation. Im Vergleich könnt ihr einmal sehen, wie gut sie abgedeckt hat und wie gleichmäßig sie aussieht. Also meine Haut ist im Moment Gott sei Dank sehr, sehr gut. Aber ihr seht, es sind so ein paar verschiedene Farben im Gesicht, die ich hier habe. Mit der Foundation
sich aus wie eine Wand. Ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, wahrscheinlich ein bisschen auf Kritik stoßen wird, aber egal, dafür bin ich bekannt. Ich finde es Marken gegenüber immer so ein bisschen unfair, wenn die sich wirklich Mühe geben und uns Produkte schicken. Im Vergleich zu anderen, vielleicht bin ich da einfach noch zu naiv und denke mir so, okay, eigentlich sollte ich mir alles bezahlen lassen für jedes Produkt, was ich euch zeige. Aber ganz ehrlich, das ist ja ein Geben und Nehmen. Eine Marke schickt mir als YouTuber ja ein Produkt in der Hoffnung, dass ich es zeige. Und klar, am Ende ist es auch Werbung für die Marke, aber ich habe ja auch Content, den ich euch zeigen kann. Ihr wollt ja Produkte sehen. Und deswegen finde ich es immer schade, wenn immer Produkte zugeschickt werden und man sie nie zeigt, weil man dann sagt, okay, naja, ich habe kein Geld dafür bekommen oder so. Ihr seht ja, ich zeige euch ja wirklich ultra, ultra viele Produkte, die ich zugeschickt bekommen habe. Und ich packe jedes PR-Paket mit euch aus, einfach als, ja, als Wertschätzung der Marke auch so ein bisschen gegenüber. Und das, weiß ich nicht, vielleicht sehe ich das aber auch einfach nur noch ein bisschen grün hinter meinen Augen. Also Benefit, vielen Dank für die Foundation, ich liebe sie. Foundation ist einmal aufgetragen. Jetzt kommen wir zu einem Concealer. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen, nee, wir machen erst was anderes. Wir machen erstmal Cream Contouring und da habe ich hier von Catrice den Triangle Artist Contour Stick. Tolles Produkt. Ich habe jetzt hier die Farbe 010 Warm Brown. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich habe den damals, als ich bei Catrice in Frankfurt, bei Catrice war in Frankfurt, haben sie mir den eingepackt und meinten, du wirst den lieben. Hatte ich euch den schon mal gezeigt? Ich glaube nicht. Ich gebe mir davon einfach so ein bisschen was hier unter meine Kontur. Ist ein spannendes Produkt. Ich mag Creme Contouring im Moment sehr, sehr, sehr gerne. Und ich gehe jetzt hier einfach so ein bisschen lang und verblende mir das schon mal. Der ist ein bisschen kühler. Also der ist nicht so warm brown, aber der lässt sich super, super schön verblenden. Und ich, das war einer der ersten Creme Contour Produkte, die ich jemals hatte. Und damit fing so ein bisschen meine Liebe an. Ich habe den ja wirklich, also ihr seht ja, der ist ja benutzt, ne? Weil ich mich, glaube ich, nie getraut habe, das in meinem Video zu benutzen, weil ich Angst hatte, dass es fleckig wird. Aber mittlerweile denke ich mir so, Freunde, ihr wisst, ich bin nicht Niki Tutorials, ne? Also meine Make-up-Looks, entweder sie sind krass und ich bin selber teilweise überrascht davon, was da aus meinen Fingern gekommen ist. Oder ich denke mir so, okay, der Eyeliner, den hätten wir uns sparen können. Was ist eigentlich dein Beruf? Schönes Produkt. Ihr seht, es gibt so eine leichte Kontur. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Lässt sich sehr schön ausblenden. Vielleicht gibt es den noch. Ich glaube nicht. Wir machen weiter mit einem Cream Blush. Und ich hatte den mal benutzt und habe mich gefragt, warum das Make-up so, so furchtbar aussah. Und das ist von Ila Maska, der Color Veil Gel Blusher. Sieht einmal so aus. Kommt in so einem, ja, in einem ganz kleinen Döschen. Und das sieht aus wie der Color Corrector von Becker. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum mein Make-up unter den Augen so furchtbar aussah. Ich habe den als Color Corrector benutzt und es hat nicht funktioniert, Freunde. Gar nicht. Das sah schrecklichst aus. Jetzt weiß ich warum. Es ist ein Blush. Ich nehme mir jetzt hier so einen sauberen Pinsel, der ist jetzt hier von BH, und gehe in den Deckel rein. Da ist einiges an Produkt drin und das ist so ein schönes Peach. Ich klopfe das so ein bisschen an meiner Hand ab, weil ihr seht, es ist sehr intensiv. Und das arbeite ich mir schon mal hier so ein bisschen ein. Der riecht ganz zart, aber es ist so eine natürliche Farbe. Ich stehe ja absolut auf Blushes und vor allen Dingen, ich stehe auf diese zarten Aprikofarben. Und das ist wirklich wunderschön. Sehr zart, man kann ihn aber gut aufbauen. Also ihr seht, es ist einiges an Produkt auf meiner Wange und der sieht so natürlich aus. Der sieht perfekt auf ungeschminkter Haut aus. Und das ist so eine Farbe, die hätte ich mir gerne, ehrlich gesagt, bei Fenty gewünscht. Ich gebe mir das auch gerne auf die Nase, einfach für diesen cuten, peachy Look. Denn ich habe heute eine Look-Idee im Kopf. Ihr könnt wahrscheinlich schon denken, welche Farbe es wird. Viel zu unterschätzt, weil ich habe das damals benutzt und fand es furchtbar. Und jetzt habe ich es benutzt und benutze es in meinem Alltag. Und es ist ja so, dass ich auch Make-up teste im Alltag. Ich zeige euch ja hier dreimal die Woche Produkte, aber ich schminke mich ja mehrmals die Woche. Und da benutze ich ja auch andere Produkte und dann entscheide ich so ein bisschen, schaffen die es in ein Video oder schaffen sie es nicht. Diesen Concealer habe ich in der Schublade gefunden und das ist ein Concealer von Laneige. Und Laneige war für mich eigentlich eher so Lippenmaske. Die haben aber einen Concealer. Das ist der, ich kann leider kein Koreanisch, aber das ist die Farbe 23 in Sand. Und der ist so deckend, das ist krass. Ich habe eine unpopular Opinion, Freunde. Also eine Meinung, vielleicht bin ich mit der alleine, vielleicht aber auch nicht. Ich finde es schwierig, wenn Marken, Make-up-Marken mit Skincare rauskommen, aber wenn Skincare-Marken mit Make-up rauskommen,
We Did Something. Also bin ich totaler Fan von. Toller Concealer. Ich blende ihn mir einmal hier so ein bisschen aus und fange dann an, unter meinen Augen so ein bisschen verblenden. Der hat eine mittlere Deckkraft, reicht aber völlig aus. Und der ist so super feuchtigkeitsspendend unter den Augen. Also der Concealer creased, man muss ihn dringend setten. Und das machen wir mit einem Puder von Catrice. Das ist auch völlig untergegangen. Das war ein Online-Exclusive. Das ist das HD Baking and Setting Loose Powder. Kommt in so einem Quader und das ist so fein gemahlen. Ich war damals bei Catrice, als sie das Produkt noch entwickelt haben. Und ich durfte es so ein bisschen testen und anfassen. Und das ist so verdammt weich. Das Ding ist, ihr braucht wirklich nur minimal. Also ich benetze nur meinen Schwamm und gehe dann damit runter, weil es reicht. Es reicht völlig aus. Also wenn ihr es jetzt anfassen könntet, Freunde, das ist wie Seide im Gesicht. Ich weiß nicht, das ist ein Hexenwerk, dieses Puder. Und ich verstehe nicht, warum das so untergegangen ist. Es tut mir so leid für Catrice, weil es ist wirklich eins der besten losen Puder, die es in der Drogerie gibt. Ich kenne kein Puder, nicht mal das Jeffree Star Puder ist so fein gemahlen wie das hier. Wir brauchen ein bisschen Bronzer, Freunde. Und da habe ich hier von Nabla den Shade in Glow in der Farbe Mono I. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Weil, ihr seht die Farbe, es ist kühl, aber wenn man swatcht, ist es auch wieder so ein bisschen wärmer. Und ich denke, das ist so eine Mischung aus Bronzer, Contour und Blush. Und das geben wir uns jetzt einfach hier hin. So ein bisschen als, es ist bronzy genug. Nee, ne? Es gibt so einen ganz leichten Glow. Also es ist so, das ist die... Wie sehe ich eigentlich aus? Das Ding ist dieselbe Farbe wie das von Charlotte. Nur das ist ein bisschen intensiver pigmentiert als das von Charlotte. Das kostet 12. Das kostet meine Niere. Ich habe aber noch eine andere Palette hier. Und das ist die Luvia Prime Contour Palette Volume 1. Ihr seht, ich habe sie schon echt viel benutzt. Vor allen Dingen die Puder hier unten. Damit gehe ich auch gleich nochmal so ein bisschen unter meine Augen und helle das hier ein bisschen auf. Und das ist auch so fein gemahlenes Puder, aber dann gepresst. Und das, ihr seht, wie schön das auffällt. Ja, ihr könnt damit sogar baken, weil es ist nicht so fest gepresst. Aber es ist auch nicht lose. Es ist ganz schwierig, das so ein bisschen zu erklären. Ich verlinke euch die Palette mal. Luvia, ihr wisst, Luvia und ich, ne, wir sind so beste Freunde for life. Okay, das lassen wir so ein bisschen setten. Und ich nehme jetzt auch diesen Pinsel hier und gehe hier in diese Bronzer. Die sind ultra krass pigmentiert. Also wirklich Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Man braucht minimal davon. Und ihr seht schon, zack, drauf. Freunde, wie finden wir meine Base heute? Ich lieb's. Ich möchte gar keinen Lidschatten rauftragen, weil ich jetzt am liebsten so gleich aus dem Haus gehen würde. Für meine Augenbrauen, Freunde, habe ich ein Produkt. Ich wollte eigentlich ein Video daraus machen und dachte mir, nee, das kann ich nicht machen. Gucci hat jetzt Make-up rausgebracht. Und das Puder, das kennt ihr schon, ich lieb's. Sie haben selbstverständlich aber auch einen Augenbrauenstift rausgenommen, der teurer war als jedes andere Produkt in dieser Verpackung, in dieser Kollektion hier. Das ist der Crayon Definitio Sourcil Powder Eyebrow Pencil. Es gab auch einen kleinen Anspitzer. Der ist süß, der ist sogar made in Germany, steht drauf. Und da ist so, das ist ein Anspitzer und da steht Gucci drauf, so, why? Aber bei dem Geld möchte ich auch einen Anspitzer haben. Leider ist die Farbe ein bisschen dunkel, aber das Bürstchen fühlt sich schon so an, als wäre mein Konto im roten Bereich. Sehr hart, nicht so weich, also es kratzt ganz schön, wenn ich ehrlich bin. Und die Farbe ist recht dunkel. Ihr seht schon, es ist wirklich, wirklich dunkel. Und mein erster Gedanke, als ich das ausprobiert habe, war, früher, als ich noch kein Make-up getragen habe, aber Make-up tragen wollte, habe ich meine Augenbrauen, Achtung, mit einem Bleistift gemacht. Und genau so fühlt sich das an. Nur, dass das Stärke H ist und ich das eigentlich mit Stärke HB gemacht habe. Also er ist super, super hart und sein Geld absolut nicht wert. Da ist es günstiger, ihr geht in den Bastelbedarf eures Vertrauens, kauft euch einen Bleistift und dann ist gut. Ja, ist jetzt nicht der Shit. Also, wenn ich könnte, würde ich ihn sogar zurückschicken, aber wir machen es nicht. Ich habe ihn euch gezeigt, er hat den Zweck erfüllt. Spart euer Geld, kauft nicht den Gucci Augenbrauenstift. Brauche ich noch ein bisschen mehr Blush? Ich habe nämlich hier noch eine Blush-Palette von Morphe. Die ist auch sehr, 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 sehr schön. Das ist die Blush-Palette 8W Warm Master. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen in dieses Peach hier rein und mische das so ein bisschen mit der Farbe Beat und toppe damit den Blush, den ich schon drauf habe, weil er farblich so ein bisschen zusammenpasst. Also das ist eher so ein leichter Peach-Ton, ein bisschen orangefarbener.
mit ein bisschen Schimmer. Und dann kommen wir zu den Augen und da habe ich zwei Lidschattenpaletten von BH. Einmal die Hanging in Hawaii und einmal die Beautiful in Barcelona Palette. Ich hole euch mal ein Stückchen daran, oder? Ich habe euch jetzt mal ein Stückchen daran geholt. Ihr könnt sehen, dass meine Haut sehr bronzy aussieht, ne? Also es ist schon ein bisschen tanned heute. Aber ich mag es sehr, 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 sehr gerne. Ich mache jetzt so einen Schnelldurchlauf-Look, weil ich wollte jetzt nicht so einen spannenden Look machen. Ich habe jetzt hier einmal die Hanging in Hawaii-Palette. Die ist eher so ein bisschen wärmer und peachiger und neutraler. Ich nehme jetzt auch einen Pinsel von BH und gehe in die Farbe Lay rein. Die sind super pigmentiert und die gebe ich mir in meine Crease. Die haben Kickback, ordentlich, aber sie sind auch ordentlich pigmentiert. Also ihr seht, wie schön ich das Pigment auf mein Auge kriege. Ich will heute einen sehr, sehr monochromen Look haben. Also ihr seht schon so ein bisschen diese Peach-Richtung, Summer-Vibes. Ich hatte euch ja neulich mal gefragt, was ihr sehen wollt an Looks. Und viele von euch hatten auch gesagt, alltagstaugliche Looks und Inspiration. Weil ihr schaut ja meine Videos nicht unbedingt wegen meinen Make-up-Künsten, sondern entweder, weil ihr mich ein bisschen unterhaltsam findet oder weil ihr einfach auch Inspiration für Look-Ideen sucht, weil ich ja doch schon recht alltagstaugliche Looks schminke, die ihr super einfach nachschminken könnt. Also ihr müsst natürlich nicht die Produkte haben, die ich benutze. Es geht natürlich auch mit viel, viel günstigeren Produkten oder viel, viel teureren Produkten. Aber so ein bisschen um die Inspiration. Und was ich für genau diese Jahreszeit jetzt perfekt finde, sind diese monochromen Looks in diesen Peach-Farben. Also die Palette, die gibt es, glaube ich, sogar im Standardsortiment. Und wenn nicht, so Peach-Farben habt ihr ja auch überall. Ich habe ein Katzenhaar im Lipgloss. Und wunderschön. Da reicht wirklich eine matte Farbe. Ich verdunkel die Farbe auch nicht, weil ich diesen zarten Effekt auf jeden Fall beibehalten möchte. Und wechsle die Palette und gehe jetzt in die Beautiful in Barcelona Palette. Und da ist so ein schöner Ton drin. Ich habe den neulich geswatcht im Insta Live mit BH. Und dann nehme ich mir auch einen Flaggenpinsel und gehe in die Farbe Familia. Und das ist auch so ein perfekter Ton. So, man braucht ganz wenig. Und den gebe ich mir einfach auf mein Lid. Und ihr seht schon, wie krass pigmentiert der ist. Schaut euch das an. Ihr habt sofort einen sehr, sehr alltagstauglichen, aber sehr ausdrucksstarken Look. Und das mit einer Palette bzw. zwei Paletten und wenig, wenig Farben. Probiert es mal aus. Schickt mir gerne eure Looks, wenn ihr sie nachgeschminkt habt oder Inspiration bekommen habt von einem meiner Videos. Ich freue mich da immer total. Ich sehe ja alles in meinen Anfragen. Ich kann halt immer noch nicht auf alles antworten, weil wenn ich es in den 5 Minuten nicht geschafft habe, kommen schon wieder 100 andere Nachrichten und dann finde ich die andere leider nicht mehr. Aber ich sehe so gut wie alles. Und schaut euch mal an, wie frisch das aussieht. Vor allem, wenn ihr grüne Augen habt, kommt das Ganze so schön zum Vorschein. Freunde, ich fühle mich gerade so, so sehr. Ich würde jetzt einmal kurz Mascara drauf machen und da benutze ich ein Produkt, was Schönes, aber es ist nichts Besonderes. Und das ist die Mascara von Gucci. War auch teuer, die ist gut, aber sie ist so, naja, okay. Sie macht sehr, sehr schwarze Wimpern. Ist super, super schwer. Also der Deckel ist schwerer. Ihr seht, wenn ich es halte, es kippt sofort nach vorne, weil der Deckel so schwer ist. Ist Gold, sieht schön aus, ist Gucci. Bürstchen ist auch ein tolles Bürstchen. Hier könnt ihr es einmal sehen. Und damit gehe ich einfach durch. Also sie ist schon cool, aber die Catrice Glam & Doll ist genauso cool. Die Mascara braucht ein bisschen länger, um zu trocknen, weswegen wir was auf die Lippen geben. Und das Produkt muss ich euch zeigen, denn es waren ganz viele Leute sauer, dass ich es nicht benutzt habe. Das ist von I Love Revolution, der Tasty Peach. Ich habe Mascara in den Händen. Also ihr seht, das ist nicht trocken. In der Farbe Soft Peach wahrscheinlich. Bellini. Bellini, ich liebe Bellini. Ich trinke keinen Alkohol, aber Bellini. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit Produkten, die ich euch, glaube, noch nie gezeigt habe. Ich lieb's. Ich finde, das ist einer meiner schönsten Looks, die ich gemacht habe, weil sie so natürlich sind, so soft, aber trotzdem full glam, full coverage. Aber es sieht so aus, als wäre ich gerade aufgestanden aus meinem Dornröschenschlaf in den Wald rein und habe jetzt den Prinz gesucht. So fühle ich mich zumindest. Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht war das ein oder andere Produkt ja für euch auch ganz interessant. Ich setze euch die Produkte, die ich finde, einmal unten in die Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart und ich sage bis zum nächsten Mal.